Schönen guten Mittag und herzlich willkommen bei dem vierletzten Webinar von der Serie Meet the Zebras. Schon die große Fred haut Tanja Majerus und den Steve Mack heute bei mir zu tun. Wir haben dieses Webinar Cross-Sector Project genannt, weil er den Synergie zwischen den zwei gibt. Heute vielleicht direkt ein Kehr der Programm. Wo wir die nächste halbe Stunde zusammen sind. Es ist der Marc Lies, Cluster Manager für Creative Industries bei Lux Innovation. Ich mache dann heute Welcome und Intro. Ich bin dabei epoliert von meiner Kollegin Lorian Trabu, die zum Schluss auch noch herankommen wird. Lorian hat war ausschlaggebend an der ganzen Planung von diesem Projekt. Und wird dann auch ein Teil von den Fragen wiederholen. Und als zwei Intervenoren. Wir machen eine Präsentation und ein Interview mit Tanja Majerus und dann machen wir auch eine Präsentation und ein Interview mit Steve Ryan Mack. Und dann sprechen wir über ihre gemeinsamen Comic-Projekt. Und dann haben wir noch die Chance für Fragen zu stellen. Tanja Majerus ist für halt kurz vorzustellen, und da ging es dem Tanja auch sehr gut, als Character Layout Artist and Animator bei The Simpsons, bei Fox TV. Das ist den Jobposten an die Tasche, die Moment wird. Tanja Künder aus Lützebusch. Und ich kann also vielleicht kurz erzählen, wenn ich mein Ekran entdehlen, wie es heute zu Lützebusch angefangen hat. Mir Tanja. Moje. Moje, wie hat du gefangen? Es sind am Fungal, bon, es sind zwei schon nach Geburt, schon zu Sonntag gelebt und sind da an die Primärschule gegangen. Und als kleiner Kind bin ich am Fung schon angefangen zu zeichnen, ganz frei am Fungal. Und ob schon ich nicht direkt konnte, ob es habe ich trotzdem schlussendlich mit ein paar Umwegen geschafft, eine artistische Karriere zu verwirklichen. Es sind an der, wie gesagt, an der Beaux-Arts angefangen. Dann habe ich 4 Jahre gemacht, 2 Jahre davon an der Grafik, wo ich dann schlussendlich nur auf Brüssel gegangen bin, schon das weitergemacht, 2 Jahre da. An der Grafik. Wie schön aber die 2 Jahre Hand mal hat, habe ich gesehen, dass die Grafik aber nicht unbedingt das war, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin dann jetzt zurück auf Lützburg gekommen, mit dem Moment eine Karriere, eine ganz andere Karriere anzuschauen. Und da bin ich jetzt zurückgegangen auf Beaux-Arts, weil sie da eine neue Sektion gegründet haben an der Dessin Animé. Und da habe ich 2 Jahre voll mit Strage gehalten, für den Dessin Animé zu lehren. Die Schule damals hat auch ganz viele Konnexionen mit einer Pariser Schule, die CFT Gobelins, oder ja, doch CFT Gobelins genannt genannt. Und da bin ich dann gecherrypickt, wo ich dann 2 Jahre konnte Paris gehen, mich zu spezialisieren, für schlussendlich Junior Animator zu gehen. Von da aus sind ich noch ein bisschen Stage mal gegangen nach Berlin bei Han Production Film. Und dann wollte mich am Anfang schon, da schon engagieren und ich war auch immens froh, für das zu machen. Ich wollte unbedingt auch da in der Wohnung gehen und so. Ich hatte aber noch ein Jahr zu machen noch zu Paris. Und dann sind ich rumgekommen und du wie Schicksal so rackend, sind davon Spielberg, seinem Studio von London, die sind als sich gekommen, um Film Balto zu schaffen. Du sind ich pur Main Drop aus der Show direkt, sind ich dann nach London gezogen.
für du um bald so am Cleanup mal zu schaffen. Und voilà, das war nicht ganz lang. Ich war vielleicht 7, 8 Monate. Und während der Zeit sind ich schon als Key Assistant herabgesagt gehen. Und dann hast du noch davor geschwärmt, für das ganze Studio mit auf LA zu holen, wo man dann ein Jahr drauf oder ein halbes Jahr drauf sind wir dann alle gestern heiner gezogen, wo man dann DreamWorks am Anfang gegründet hat. No? Und bei DreamWorks haben wir 8 Jahre geschafft und verschiedene Filme wie Prince of Egypt, das nach El Dorado, Spirit und was war die letzte? Sinbad, voilà. Und sie, nur 8 Jahre haben sie decidiert, für Anfang Schluss zu machen mit der traditionellen Animation, der ganzen Business als an Computeranimation gegangen. Und was mich an dem uns nicht interessiert tun wird, weil ich unbedingt wollte an der Zeichen weitermachen. Und das war natürlich ein tough call, weil das war nicht evident, weil mein Beruf war am Anfang fortgegangen. Also, das hat nicht mehr so richtig existiert. Und dann habe ich nach so drüber gejobbt. Ich habe auch für Universal Pictures geschafft, um Curious George. Und ein bisschen drauf sind ich dann an Spielsachen Industrie gekommen. Und da habe ich auch 8 Jahre geschafft, was eine ganz flotte Transition war, weil ich hätte nie gedacht, dass die Animation am Anfang gerade so gut daran passt. Nicht, dass ich Animation gemacht habe, sondern einfach mein technischen Stil. Das hat ganz gut daran gepasst. Voilà, und das hat auch irgendwann eigentlich aufgehalten, nur 8 Jahre. Und dann sind ich rüber, auf, wo ich nur eben sind, zu erleiden, bei Disney. Voilà, als Character Layout Artist schaffen ich schon The Simpsons. Voilà, grosso modo. Du hast also auch ein paar Sachen geschickt, das ist schon die Lohai hier abgelöst, und das leider auch keine gucken. Ja. Du hast da für Prince of Egypt. Du kannst vielleicht selber kommentieren. Ja, das ist nämlich scharf. Also, ich bin halt. Ja, das ist nur der PDF hier abgeschraubt gelitten. Mehr, wie sagst du, scharf? Ja, auf der Zeit. Und damit ist es mir dann gemult, also die ganz längs und ganz rechts, also mit Deich, da mir fest gezeichnet und dann damit, also Manner. Das heißt also, mir liest, gell? Ja, weil von meiner Seite aus gesagt ganz pixelated aus. Also, wenn du es ganz klar weißt. Ah, ja, ich kann aber ein. Ja, ich gesehen ganz klar. Ich kann aber ein probieren, den Ekran, gerne Option vom Ekran zu delen. Im Moment. Dann wird es vielleicht besser. Nicht. Gut, dann ist es gut. Ja, okay. Dann, das, also Clean Up Character steht da dabei, der Tisch. Clean Up Character. Ja. Was ist denn das als Job Description? Naja, voilà, ich bin am Fongol direkt, eher schon angefangen bei DreamWorks, bin ich als Clean Up Character Lead angestellt gehen. So am Anfang den höchsten Grad, den du am Cleaner kannst, erreichen. Also mein Job als Cleaner Character Lead war für mein Personage, und dem scheinst du eh Jahr geschafft, ne? So zu zeichnen, dass ein von Anfang vom Film bis zum Schluss selbst ausgesehen hat. Das heißt, das Volumen, das Modell an Bewegung müssen respektiert gehen. Mhm. Also
zum Beispiel wann du 10 bis 15 Animateure und einen Personage animieren, da kann ich sich schon von vorstellen, dass sie alle hier einen eigenen Stil haben. Das Kind den selber zeichnet. Ich bin am Anfang dann das gewischt, was all hier Stile dem Modell angepasst wird, was ganz oft zu großen Korrekturen gefeiert wird. Dafür muss ich am Anfang ein großes Kenntnis an der Animation haben, sonst morft den Linn, die letzte Linn um Mikron, die morft um Mikron. Okay. Also, gute Clean-up-Job kann den drohen, dass kein Linn vibriert. So. Und nur an diesem Beispiel, du gesagt den, dem Animateur seine Zeichnung und der Mengenzeichnung, die clean ist, die gesagt den ihren Drohnen. Bon, ich gesagt den nur nicht ganz viel den Unterschied, werde ich alles verbessern. Da sind heinz so drastisch Verbesserungen und da muss das aber respektiert gehen, also die Bewegung muss respektiert gehen. Mhm. Voilà. Das ist noch ein anderes Beispiel, also das ist ein Eldorado, das ist auch Cleanup Character Lead. Ja, das war Chell, dem habe ich auch praktisch ein Jahr geschafft. Du hattest 17 Leute mit mir arbeiten, die ich dann noch trainiert habe, für das alle Gusten selber zeichnen. Ne? Mhm. Da sind am Anfang Menge zu Zeichnungen, die wo erschienen dann skidieren am Anfang, für das so man wie möglich sich vorstellen, wer ist denn Kabelo, also ich ging so viel wie möglich dann nähen, für das am Anfang das Schlussresultat so aus wie ich gerne hätte, wie den Supervising Animator gerne hätte. So. Mhm. Ich kenne gerade durch bei dem anderen High Spirit. Voilà, das ist der Colonel, das war mein Personage auch. Da haben wir schon angefangen zu outsourcen. Du hast nämlich alles am Studio gemacht gehen. Das war eben nicht ganz flott. Ich hatte noch mehr eine große Crew. Auch auf der anderen Seite. Ich habe schon wirklich müssen versichern, für zwei Crewen zu leben. No? Mhm. Ja, und genau, das Sindbad. Voilà, das Sindbad. Und das war am Anfang die letzte Personage, von dem ich geschafft habe bei DreamWorks. Mhm. Du hast wieder für Spielsache geschwärzt. Ich meine, genau, sind auch ein paar, also ein Beispiel noch für Brads. auch Characters. Mhm. Für einen Pop, der nur ein Stern ist. Ja, du, also Brads habe ich am Anfang direkt geschafft. Die haben noch ganz anders ausgesehen. Das war nicht ganz flott, was sie die Zeit gemacht haben. Und ich wollte die Sache pushen. Ich finde, ich pushe immer Sachen. Also, das ist ein bisschen mein Trick. Und lo, das tun also ungefähr so 3 Jahre danach. Oder nein, ja, 3 bis 4 Jahre danach. Wo sie dann viel mehr am Detail gemalt gesehen und also ja wie gesagt dazu noch dann noch hauptsächlich für die Verpackungen und noch finanziell Licensing Marketing und so weiter und so fort wo das dann noch braucht. Ja, voilà. Aber ich hatte schon geklickt auf den nächsten so. Ja. Aber wie gesagt, du, also das von Personage bis auf Background, bis auf kleine Ikonen, bis Concept Design, also das so, der Sport war so groß, das war von immens motivant für Dorona zu schaffen, weil immer irgendetwas anderes das war. Also all die kleinen Kreaturen, die du gesagt hast, alles erfund. Und voilà, du kriegst ein Thema und dann. Und dann schaffst du doch. Ja, das ja, das ist BFC, Best Friends Club. Das ist natürlich mehr realistisch. Meistens meine ich auch just die Zeichnungen, also die Farbe, die von anderen gemacht. Ob schon ich auch eins dort Farbe machen. Und wir haben schon so heute dran gemacht, für
bisschen mehr Farbe und Spiels kreieren. Und die Dosen hauptsächlich utilisiert gehen für das Licensing. Und dann sind wir heute so bei Lala Lupsi. Da habe ich 4 Jahre drauf geschafft. Das war ein von meinen Hauptpersonagen, wo hauptsächlich Zeichnungen just nur auf Merchandise utilisiert gehen. Das ist nicht auf der Verpackung. Auf der Verpackung ist eine Fotografie gewesen. Voilà. Und dann Moxi war auch ein, wo ich lange drauf geschafft habe. Die haben hauptsächlich für Merchandise geschafft. Du hast die Verpackung auch ziemlich einfach gemacht gehen. Mehr all Personage wird sein, das ist ein bisschen wie in der Filmindustrie, wird sein, also sein Charakter, seine Personalität. Und das war dann schon ganz flott. Ja. Ich würde das fragen, manchmal von den Sliden hier. Ich würde Personalität der Personage kommen, wir haben nur noch ganz mehr im Detail darüber zu schwätzen. Ich würde dann ein gemeinsames Projekt mit Steve. Das hat sich vielleicht dann gelesen, für auch den Steve Enka an den Loop heranzuhören. Gute Mittag, Steve. Steve merkt, du bist Fotograf und kann dir nicht mehr noch so ein Überding Fotografie schon so ein Influencer. Ich glaube, Instagram, wo ist der Followinghäuser, wo diverse Leute bei der U-Klappen für dich zu froh für Foto für sie zu machen. Kannst du das vielleicht dein Parcours erklären, so wie die Leidenschaft und die Kreativität sich weiterentwickelt hat? Oder gibt es auch einen Exkurs an Deutschland, wie sich damit etwas interessant denke, von dir zu hören? Ja, also ich bin 76 zu Lützburg auf die Welt gekommen. Ich habe eine Primärschule zu Kiel gemacht und von da aus bin ich kurz an der jungen Lycée Wesch gezwitscht. Aber das war mir ein bisschen zu viel Fahrt, das ist ein bisschen zu viel strukturiert. Ich war schon da, an dem Zeitpunkt war ich immer in den bisschen aus der Box gedürt. Dann bin ich Bönnwisch bin ich an den Armitier gegangen, weil ich auch da wollte an die Animation switchen. Aber dann bin ich aber an die Architektur gekommen, wo ich dann noch mein Tresen fertig gemacht habe als Bautechniker. Und da habe ich natürlich am Privaten angefangen. Und von Privaten sind ich dann bei der Stadt gekommen. Aber währenddem, so mit 17, 18 Jahren, habe ich schon die Leidenschaft für die Fotografie gefunden. Das heißt, ich habe schon regelmäßig Fotos gemacht. Und das war so ein bisschen mein Hobby. Und noch wenn es der Schule immer den Atelier Fotografie gehabt. Und wie ich auf der Gemeinde war, da hatte ich dann noch mal ein bisschen zu reisen und habe ich dann angefangen, Fotos zu machen. Aber da habe ich doch nicht lange ausgehalten auf der Gemeinde. Nur 18 Jahre habe ich da demissioniert, da einfach Bangen bei Trump gehalten und gesagt, dass du, ich muss mehr gesehen. Das habe ich da einfach mal Bangen bei Trump gehalten, ohne einen großen Plan zu haben. Und das war aber dann für kurze Dauer, weil 2 Wochen danach hatte ich dann die Chance, für auf San Diego zu gehen, wo ich dann ein Jahr zu San Diego war. Und wie du meine Mission zu San Diego da fertig war, bin ich direkt an die nächste Mission gejumpt. Das war dann für Marrakesch 2 Jahre da, eine Mission zu machen. Also, währenddem, an der Periode, habe ich dann angefangen, noch Fotos zu machen für einfach die Leute, die Kollegen und der Familie mitzudelen, wo ich drüben bin. Erstens, San Diego war mal dekaliert, 9 Stunden, und einfach mal einfach die Leute zu weisen, wo ich drüben bin, was ich am Moment machen. Und das ist dann das Social Network, wo ich dann Facebook und Instagram hat, wo ich dann noch Fotos abgesetzt habe, wo dann einfach angefangen hat, einmal eine eigene Dynamik zu kreieren. Das habe ich dann noch meine Fotografie, wird sein eigenen Stil entwickelt. Das heißt, das sehen wir nur bei den Slides. Das ist schon immer ein ganz spezieller Winkel. Ich will ein Foto nicht
so wie alle Menschen irgendwie so quadriert wie an einem Raum. Sie sind alle schief. Sie haben hier eigene Dynamik, wo ich immer da gucke, für, dass die Leute, wenn sie irgendwie an ein Gebäude gehen, dass sie da einfach ran switchen. Ne? Aber da macht man dann, da sind dann Slides, wo ihn da lokal abmachen. Weil ja, mit Instagram und mit Facebook sind ich dann aufmerksam bei verschiedenen Leuten, die Interesse hatten, für ein Foto gemacht zu kriegen. Und das war eh von den größten Projekten, die ich hatte für ein, zwei, drei Jahre. Das war von der Französischen Föderation. Das war einfach behind the mask. Das heißt, einfach die Athleten mal eigentlich zu weisen, hinter der Mask. Wie sind die Personen, wie ist das? Und wie wir das Projekt lanciert haben, war das doch direkt ein Switch, wo ich dann Foto in Rietz gesagt habe, das war dann ein Switch zu den Lützburgischen Föderation, wo ich dann gesagt habe, dass wir bei der Pont Adolf die erste Foto gemacht haben. Dann, wenn du auf den nächsten Slide gehst, du gesagt ihn dann, enkel die Lasers schmerzt, das ist dann auch dann den Switch, den zwischen der Französischen Föderation an ihrem Partner Solarias, die dann noch gefragt haben, für verschiedene Fotos zu kreieren, für ihr ganzes Social Network zu kreieren. An Rietz gesagt, den Lützburgischen, der Flavio, der lo an ein, zwei Wochen eine Kompetition hört, wenn die packt, dann ist er bei den Spielern von den Olympischen Spielen Tokio 2020 dabei. Dann längst gesagt, dann die erste Porträtin, die ich da gemacht habe, war neu gesehen, das ist dann den Hauptpilier. Boah, nee, G-Star kannst du loslassen. weil G-Star ist ein von den größten Pilien bei meiner Fotografie. Das heißt, für dich war G-Star, das heißt, muss ich wissen, G-Star ist ein holländischer Markt. Mit allen Land hat seine Franchise und die erste, die aufmerksam gemacht wurde, das war in Amerika, wo ich in New York und ich drei, vier Mal Shooting gemacht und dann sind ich rüber gezwitscht an Belgien, Amsterdam, das ist Holland, Deutschland, Österreich, Frankreich, wo ich da regelmäßig Fotos für sie machen, weil ich einfach auch ihre Stil haben für RAW, für einfach besser mit abzuziehen. Und dann seid ihr auf den anderen Sliden, das heißt Porträts, ich gucke immer, was seid ihr, dass alle meine Porträts oder die Fotos alle ein bisschen einen Winkel haben, weil ich probiere einfach mit den Farben, mit dem Shirt und mit den Emotionen von den Leuten zu spielen. Dann die nächste Slide. Da muss ich noch gucken, weil das heißt, also es sind echt mehr wohl an der Architektur, wie an den Porträts. Ich filme an den zwei Domänen wohl, aber Architektur ist immer noch immer mein großes Baby. Das heißt, ich will ein Gebäude und ich wandere durch das Gebäude. Das heißt, das geht eine komplette Serie, das sind Leute ein paar das Gebäude nicht komplex gesehen, mit das einfach die Details gesehen, die einfach mal ein bisschen das Gebäude erleben, wie das gesagt hat. Voilà. Ich meine, das ist auf meiner Seite alles. Merci, Kasim, dass mein Bauch ist. Mit der Schwanz. Pardon, das war nicht von dem her geschafft. Merci für die Erklärung und merci auch für die Illustration. Weil ich gesehen habe, effektiv, dass der Lien mit der Architektur an dem Foto noch rumgeht. Dann, also nachdem es mit Tanja und Steve dann sich allen zwei konnten ein bisschen vorstellen, die wird hier auch an ihrem Parcours, geht es auch in ein Projekt, so als gemeinsamen Blick, dafür haben wir das Webinar Cross-Sector-Project, weil es sich an dem selben Sektor von der Kreativwirtschaft sich aufspielt, an diesem Projekt, das zwei Kreativer verbindet, geht es mit Comic. Erzähl dir vielleicht ein bisschen an größeren Tisch, was mit dem Projekt auf sich hat. An Florian, mein Kollegin, wie ich am Anfang angekündigt habe,
du auch noch ein paar Fragen drüber stellen. Und das ist natürlich auch das Publik, wo man kann fragen. Okay. Tanja, für dich. Ja, das ist ein Projekt, den mir ziemlich am Herz liegt, an dem wir ungefähr von einem Jahr angefangen haben zu developieren. Das ist am Anfang noch eine Anfangsphase, also können wir nicht ganz viel darüber sagen, aber während den letzten 6 Monaten haben wir die Geschichte aber auf dem Niveau bräuchte, wo wir logisch können, am Skript und am Development von Personagen aufhängen. Also, die Geschichte am Fungal, kurz gesagt, es handelt sich um eine Sci-Fi-Story, wo wir den Espace und Zeit kreieren. Wir bringen als Hauptpersonagen durch ein psychologisch transformativ Reis, wo man sich durch den Passé, Präsent und Futur gedeihren. Goal kann ich Zivilitude von einem Matrix am Fountain, also der Film Fountain. Das ist am Anfang ein philosophischer Approach für die Konnexion zwischen dem Körper, dem Verstand und dem Geist zu erklären. Wie ihn seine physische und psychologische Limitationen kann überwinden und meistern, für zum Schluss anfangen, ein Supermensch zu gehen. Schon auf der ersten Seite, zum Beispiel, fängt Storium am Tod von einem Hauptpersonage, weil das Thema vom Tod und Wiedergeburt, als wie gesagt, lebende Fuhren durch eine ganze Story. In a nutshell. Steve, willst du auch etwas dazu sagen? Naja, Florian hat eine frohe Lastlied zum Beispiel. Ja, ich bin so, das ist interessant, mal die Frauen zu hören. Für dann ein bisschen auf die Frauen zu antworten. Und dann wird man wahrscheinlich doch die einen oder die anderen ein bisschen das Projekt noch ein bisschen mehr erklären. Gehe ich mal so. Also das ist komplex, weil, wie gesagt, das ist immens komplex, weil das könnt ihr nur Stunden darüber schmerzen, weil wenn wir uns immer getroffen haben, um das Projekt zu schaffen, da sind immer 6-7 Stunden gewesen. Also kann ich so ein Projekt aus sich sind an der Woche gut 20 bis 24 Stunden draufgegangen, für ein bisschen ein Projekt zu schaffen. Okay. Okay. Da gehe ich dann weiter und Florian. Florian, kannst du vielen Dank. Keine Frage vom Publikum oder stelle ich eigentlich von Mengen, wenn das okay ist. Ich wollte fragen, wie ist es dann zu der Zusammenarbeit bei dem Projekt kommen? Boah, Didi, so komm, ja, Didi, so komm, da habe ich schon ein Post gesehen von einer Freundin, was ein Foto gemacht hat von seinem eigenen Schild. Natürlich zwei lange Schild, ein dicke Schild, ein kurzer Schild. Und du hast dem Tanja geschrieben und gewiesen. Du hast gesagt, das ist aber witzig für zu wissen, du weißt überhaupt nicht, wen aus die Schild. Welche Person ist das? Ist das ein Frauenmensch, also ein Mann? Ist ein groß, ist ein klein, ist ein dick, schmul, dünn? Das weiß ich nicht. Und das war ein bisschen so witzig. Und du hast Tanja gesagt, ja, das Kind auch noch seine eigene Dynamik, sein eigenes Leben haben, das heißt, seine eigene Conscience haben. Und ja, so ist das dann entstanden, wobei mal dann sprudelt Zeit habe und Merk habe und dann sind wir wie klein Kanner, dann läuft mir go. Dann können wir uns nicht mehr zu halten, weil dann pusht in den anderen. Das heißt, ich würde eine gute Dynamik zwischen ihr zwei, dass kreative und Workflow funktioniert, tipptopp. Ja, absolut so. Am Anfang, seit wir dieses Projekt angefangen haben, dass keiner von uns an eine bestimmte Rolle herangesetzt gehen, ne? Was die Dynamik am Anfang interessant hält, wenn man als Team so Schritt für Schritt weitergeht. Ne? Oder dann spezifisch etwas von den anderen vielleicht gelehrt, so oder so, da tun ich von Steve wirklich nur gelehrt oder da tun ich wirklich durch Tanja entdeckt. Aber wie gesagt, also, das heißt,
Also für und allem, wo man ist zweimal kennengelernt, das heißt, Tanja ist mehr den spirituellen Pilier an dem Ganzen, weil doch mehr an die Animation geht. Das heißt, ich lehre dann auch die Ideen, die ich schon am Kopf kann halt mir so ein bisschen bündeln und noch im Ernst probieren, wie ich auch ihm kann so ein, weil ja, ich gesehen habe, nur so, an dem du Blickwinkel, das heißt, ihn und den anderen, der lehrt von sich selber, also wie gesagt, das ist witzig, also das ist schon interessant. Ne? Ja. Ich ging so, und das ist für allem drin. Und endlich kreativ zu wissen, rumzukommen, dass man wahrscheinlich schon lange nie hätte können nachdenken. Ja. Das wird, wenn es dann ein großes Projekt aussehen soll, wenn es dann, ja, wie der Süd, wenn die Dynamik dann noch stimmt, das ist ja mega. Ja, also wie gesagt, das wirklich in den anderen pusht den anderen, das heißt, voilà, also das schon müssen denke so Meister spielen eine Kamera installieren. Das heißt, wenn einer eine Frage hat, wird den anderen schon direkt die Antwort parat. Voilà, wo den einen sieht, wo könnt ihr da los, ob die da eine Antwort. Also das schon, das ist nie langweilig, das wirklich so wie Robinson Crusoe auf seiner Reise einfach, weil er einfach all der Repräsentant ist. Hat er eine bestimmte Vision, in welche Richtung der Projekt soll gehen, also oder wie weit der Welt das Projekt geht? Ja, also für mich ist das schon alles ein bisschen ein Dream come true, weil ich schon lange mit dem Gedanken spielen für mein erstes eigenständiges Comic, für ein eigenständiges am Leben zu rufen. Ne? Meine Vision am Anfang war eine Struktur zu gründen, wo ich all seine Talente kann ausleben und umsetzen. Und mit diesem Projekt am Anfang sind ich meinen Dramenschritt mit nur vier kommen, mit so kommen. Voilà. Wie ist es bei dir, Steve? Ja, bei mir, wie gesagt, das sind bei mir als so wie ein Lawine, das ist mit einem kleinen angefangen und geht immer mehr groß. Das ist für dich hat man irgendwie gedacht, einfach nur ein Comic-Buch zu machen. Dann sind wir hingegangen, dass es eine Animation gibt, dass es mehr schwätzen schon von Merchandising, mehr schwätzen von Episoden. Das ist das zählt einfach niemand, weil das einfach flow, das einfach ein, richtig gut. Ne? Hat er dann vielleicht schon ein bisschen so ein Datum am Kopf, wenn ich das fertige Resultat kann gucken oder mal einen echten Ausblick holen? Mehr konkret. Boah, ich gehe so, das hat mir ein bisschen geschwärt, weil ich habe noch Glück, dass Tanja ein paar Monate zu Lützebüsch war, dass ich da auch mal eine zusammenarbeiten wie wir müssen zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen schwerer, weil ich erstens 9 Stunden haben drin ist. Das heißt, das sind entweder an der Nacht oder an der Morgen. Wir haben uns aber so festgesetzt, dass wir irgendwie Geschichte und alles irgendwie Ende des Jahres komplett haben, dass ich dann mit den Personagen kann aufhängen. Voilà. Boah, du kannst dann ja ein bisschen mehr so, weil du sie nicht noch komplett an der Kanne schon nicht so viel ja, also wie Personagen das Skript. Die werden wir nur an diesem Jahr so gut wie möglich festhalten. No? Also das Skript vom nächsten Heft auf jeden Fall mal. No? Ich weiß nicht, wie weit wir da weitergehen. No? Mit Personagen, Development von Personagen, wir utilisieren
für das Dekor und Background dem Steve Singh Fotografie. Das alles darüber basiert. Also, ja, ich ging so ein Development, das Jahr, da können wir eventuell am nächsten Jahr rechnen, für die ersten Sachen zu sehen.